Also ich denke, das Wichtigste ist für mich, dass ich mich auf die veränderten Verhältnisse einstelle, dass ich nicht das machen will, was ich in der Vergangenheit machen konnte, sondern das, was mein Körper gut verträgt. Und das betrifft zum Beispiel das Essen, das betrifft zum Beispiel die Bewegung, also wie schnell ich mich bewegen kann, welche Dinge ich tun kann. Und sich auf das einzustellen, ist, glaube ich, das Wesentlichste im täglichen Leben mit der Amyloidose. Der Einfluss auf meine Familie ist, dass meine Familie natürlich sich in gewisser Hinsicht Sorgen macht und sich auch, also auch schaut, was passiert jetzt bei mir. Ich versuche das aber möglichst, dass ich da möglichst wenig Einfluss auf meine Familie habe, dass die sich Sorgen machen müssen. Ich würde sagen, das, was zum Beispiel tatsächlich passiert ist, wenn ich mit meiner Familie spazieren gehe, das sind jüngere Leute, meine Kinder und so, die gehen schneller. Und da muss ich halt dann sagen, ich kann jetzt so schnell nicht gehen. Also diese Dinge, die aber ich involviere eigentlich meine Familie nicht sehr in irgendwelche Probleme. Meine jüngere Tochter studiert Medizin, die interessiert sich naturgemäß auch für die Krankheit. Und die stellt mir dann auch immer Fragen und die schaut sich meine Befunde an. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass meine Familie jetzt besonders in Schrecken versetzt ist oder sich allzu große Sorgen macht. Ich habe mit meinen Kindern darüber gesprochen und habe gesagt, dass der Arzt empfohlen hat, dass man das testet, ob sie eventuell auch eine Veranlagung haben in die Richtung. Aber sie haben das abgelehnt, zum jetzigen Zeitpunkt einen Test zu machen. Und sie haben gesagt, sie würden dann, wenn sich irgendwelche Symptome ergeben, dann würden sie sich auch testen lassen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Sie sagen, das würde sie mehr belasten, wenn sie wüssten, dass sie eine Veranlagung dazu haben, als dass es sie ihnen eine Sicherheit geben würde. Und insofern wollen sie das nicht.